Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge K-Mechanik Simulator. In der letzten Folge haben wir den Wagen hier, ich würde mal sagen, Z4 Verschnitt, fertig gemacht. Der Wagen hat bekommen eine neue Zündkerze, Spurstange, Achsschenkel und so weiter. Also alles, was so fahrwerkstechnisch da zu machen war, und Bremse. Dann klopft noch irgendjemand unter der Motorhaube. Wir müssen mal gucken, wer das ist, warum er das macht, und ihn da freundlich darauf hinweisen, dies zu unterlassen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Suche. Also ich habe jetzt alles überprüft in der letzten Folge. Kein Prüfgerät hat sagen können, da ist es. Ja, ich schätze mal, wir dürfen hier den ganzen Kladderadatsch erstmal nochmal auseinanderschrauben. Ich werde es auf jeden Fall mal machen. Und mal gucken, ob hier unter der Zylinderkopfhaube jemand sitzt, der da klopft. So, klopft hier jemand? Hier klopft niemand, so wie es aussieht. Nein. Und nein. Okay. Da klopft schon mal keiner. Dann müssen wir woanders gucken. Jetzt finde ich irgendwo der Riemenspanner. Wollen wir noch mal gucken. Was muss ich hier lösen, damit ich da rankomme? Die Umlenkrolle muss weg. Dann kann der Riemen runter. Da kann das runter. Und dann kann ich auch schon das runternehmen. Und wie Sie sehen, klopft hier anscheinend auch niemand. Doch! Der Zahnriemen klopft! Guck an! Guck an! Der ist noch in Ordnung. Ist auch noch in Ordnung. Die ganzen Umlenkrollen sind alle noch so weit in Ordnung, aber der Zahnriemen klopft. Was muss hier runter? Der Spanner muss runter. Und dann kann der Zahnriemen runter. Ja, wenn der reißt, ist der Schöne noch 115.000 Kilometer fast unbenutzte Motor hinüber, wenn wir das nicht machen. Aber das ist schon mal gut. Habe ich auch mal richtige Vermutung gehabt. Weil wer soll. Was? Nein, will ich nicht. Zahnriemen R4B. Was? Nein, 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 abbrechen. Da wollte ich rein. Wer soll sonst im Motorraum klopfen? Einmal neu bitte, danke schön. Nächste Möglichkeit wäre nur noch gewesen, irgendwie Kurbelwelle oder so, aber dann hätten wir wirklich ja den ganzen Motor auseinandernehmen müssen. Da bin ich ja dann doch schon recht froh, dass es jetzt zügig ging. Kurbelwellenriemenschraube auf. Und der Riemen drauf. In Ordnung. Und die Umlenkrolle drauf. Die ist auch noch in Ordnung. So, jetzt dürfte der Wagen noch fertig sein, oder? Ah ne, halt.
Vielleicht sollten wir auch den Rest da oben wieder drauf schauen. Das soll hilfreich sein. Munkelt man zumindest. Gerüchteweise. So, einmal das Festturm bitte. Die drauf. Ah, Mensch. So, und... Na. Mal so. So, und jetzt dürfte der Wagen auch wieder komplett sein. Zahlen wir ihm. Da ist doch der Punkt. Ein ganzer Aufwand für 2437 Dollar. Ja, moin. Raus mit dir. Raus mit dir. Wir wollen dich hier nicht mehr. Ich würde sagen, direkt mal hier die Kundschaft nicht warten lassen. Was kriegst du denn hier gemacht? Schniekes Teil. Ganz ehrlich, den stelle ich mir einfach mal hier hin, weil ich kann. Hallo. Na ja, gut. Ein bisschen viel Rost, aber... Wenn ich den in der Scheune finde, für kleines Geld, würde ich das auch meins... meins nennen wollen. So, Kampagnenauftrag. Wer wär's denn immer damit? Nee, wir machen jetzt erstmal was anderes, bevor wir den Kampagnenauftrag machen. Oder? Oh, der sieht aber neu aus. Ich will hier nochmal ein paar Teile abbauen. Zumindest schon mal die Reifen demontieren oder so. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich die Reifen hier sehe. Schmeißen wir schon mal alles ins Lager. Ach gut. Weil den Wagen müssen wir eh. Wie es aussieht, von Grund auf restaurieren. Lacktechnisch geht der noch. Geht der noch, ja. Aber. Alles weitere. Ich mal hier. Zustand Technik 30%. Karosserie 80%. Ist okay. Kann man mit leben. Fahrgestell 96%. Damit kann man auf jeden Fall leben. Zustand Innenraum 73%. Ja. Kommt drauf an, was wir mit dem Wagen noch machen. Der hat ja auch nicht viel Dampf. So. Wert des Fahrzeugs. Guck mal, der hat jetzt schon 10.698 Dollar wert. Wir haben den gekauft für 9.000 Schlag mich tot. Oder 7.000 Schlag mich tot, ich weiß nicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall schon mal eine Wertsteigerung dafür, dass er einfach nur jetzt hier im Trockenen steht. Finde ich gut. So, dann werden wir jetzt einfach mal die ganzen Teile hier auseinandernehmen, alles mal einlagern und dann Stück für Stück erneuern. Weil so, ehrlich, nee. Also das soll schon hier wieder drunter glänzen. Bei dem Motor würde ich auch mal gucken. Ach du Scheiße, hier fehlt ja die Hälfte drunter, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh ja. Da wird neu gemacht. Ja, da wird neu gemacht. Ups. Wir demontieren erstmal schnell die Reifen hier. Zustand ist eh erbärmlich. Ja. Ach Gott, die ist ja total runter. Ja, da muss sowieso neu. Ja, und wie im, wann hatte ich das letzte, vorletzte Video hatte ich das nochmal angesprochen, wenn ihr jetzt Reifen montiert, also neue Reifen drauf macht und die hier auf die Felge geschmissen habt, rechts,
Dann müsst ihr hier drauf und dann auf Ausbuchten. Okay, du hast keine passenden Ersatzteile, das geht gerade nicht. Aber da muss man dann drauf. Und dann kann man die wieder aufs Fahrzeug schmeißen. Wieso habe ich keine Super hier mal? Ja, okay, dann brauchen wir nichts mehr auszumachen. Ich habe die ja nicht neu montiert. Ja, genau, deswegen. Das hat schon keiner mal erklärt, ne? So, das haben wir schon mal weg. Weil, das möchte ich auch noch mal gerade zeigen. Hier im Ersatzteillager, wenn man das hat. Dann haben wir ja hier die ganzen Klamotten. Apropos, ich wollte noch die Kisten aufmachen. So, jetzt kann ich auf Dreieck drücken und dann Ersatzteillager wechseln. Wir haben ja 8 Ersatzteillager. Jetzt gehe ich hier hin in Warehouse 2. Das ist leer. Und da schmeiße ich dann jetzt die ganzen Teile von dem Jeep rein. So. Zack, 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 zack. So, und dann gehen wir im Ersatzteillager. Moment, wie geht das? So, auf Ersatzteillager. Dann Optionen nach Name sortieren. Und jetzt habe ich bestimmt den Mist auch in meinem Inventar so sortiert. Ne? Nein, habe ich nicht. Sehr schön. Hab ich nicht. Weg damit so. Ja, dann machen wir direkt mal die Kisten hier noch auf. Weil wenn wir schon einmal dabei sind. Ja, möchte ich öffnen. Bitte. Danke. Was bekommen wir? Eine Felge. Ein Motorblock, würde ich sagen. Und, keine Ahnung was. Eine Felge. Ein Motorblock R4C. Boah, warte mal. Ich will jetzt mal gerade was gucken. Was haben wir denn hier für einen Motorblock? Das ist doch ein R4C, oder nicht? Wie kann ich das hier sehen? Prüfen. Motorblock R4C. Wir haben den Motorblock bekommen, Freunde. Wie geil. Wir machen eine Kiste auf und bekommen genau den Motorblock, den wir für dieses Fahrzeug brauchen. Ja, moin, da haben wir doch schon Geld gespart und haben den Wert gesteigert. Ach nee, halt Quatsch. So. Ja, läuft doch schon mal richtig. Also die Kiste hat sich doch mal direkt mal hier 10-fach gelohnt. Aber so anders gelohnt. Aber genau den Motor, den wir brauchen für den Jeep. Gucken wir mal hier, lass mal die Lostrommel ja. Ein Luftfilter? Oder was ist das? Ja, ein Luftfilter, ein Ansaugkrümmer und ein... Kann man das nicht noch kleiner schreiben? Nockenwellenlagerdeckel. Okay. Gut, Nockenwellenlagerdeckel ist jetzt nicht so verdächtig. Ja, das nehmen wir mal so an uns. Und in der letzten Kiste, was haben wir da drin? Eine Scheunenkarte, ein Abgaskrümmer und eine Nockenwelle. R4A könnte eventuell sogar für den Motor schon wieder am Start sein. Das sehen wir aber dann noch. Das sehen wir noch. Sehr schön, sehr schön. Also die Kisten haben sich, also zumindest die eine, die hat sich gelohnt. Die hat sich kräftig gelohnt. Und zwar mehr als alles andere. So. Den Abgaskrümmer, warte, Moment, was sind wir jetzt hier? Ne, wäre aus 1, okay, das da rein, das da rein. Die Felge da rein. Das Ding da rein. Der Luftfilter da rein. Das da rein, das da rein. Okay. So, dann Ersatzteillager wechseln. Weil hier tun wir dann direkt schon mal den Motor rein. Weil da haben wir ja dann schon mal. Haben wir ja schon mal einen neuen Motor. Der hat sogar plus 2, was auch immer das heißt. Das weiß ich auch noch nicht. Und jetzt versuche ich mal was anderes. Ersatzteillager wechseln. Kann man da die Scheunenkarten reinlegen?
Oh, geil. Geil, geil, geil. So, sehr schön, weil Scheunenkarten blockieren mich, blockieren mein Inventar. Bekommen wir jede Menge, finde ich sehr, sehr gut. Aber irgendwie, ja. Ne? So, tja, wo machen wir denn hier weiter? Weißt du was, komm. Ich würde sagen, wir machen mit dem Kampagnenwagen hier weiter. Was sagen die denn? Kampagnenauftrag 04. Kunde Frau A. Ellershagen. Als ich gestern Abend sehr spät noch durch die Stadt gefahren bin, habe ich eine Bremsenschwelle übersehen. Seitdem klappert irgendwas vorne. Prüfen Sie bitte, ob mit der Aufhängung alles okay ist, denn es scheint mir nicht so. Nicht, dass es noch etwas Ernstes ist. Ich bin auf das Auto angewiesen und brauche es aus beruflichen Gründen täglich. Ersatzteil Zustand erlaubt 100%, also alles neu. Hm. Ja, so. Gefunden defekte Teile? Keiner, okay. Dann ja. Sollten wir eine Probefahrt mit dem Fahrzeug machen? Auf ganz schnelle Welle. So, auf geht's, Freunde. Eine Probefahrt wieder. Oh Gott. Schneidet der langsam. Muss das eigentlich so laut sein? Laut, ey. Mann, 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 ey. Müssen die mal irgendwie patchen, ey. Also Scheune und hier Rennstrecke, also Teststrecke, das ist ja mal mega laut. So, was haben wir denn? Oh, Spurschwankkopf, Antriebswelle. Ja, da ist schon ein bisschen was im Argen. Da ist ein bisschen was kaputt, gute Frau. Frau. So, einmal das Ding wieder auf den Trimm-Dich-Fahrt. Ups. Warum kann eigentlich diese blöde Tür nicht mal aufbleiben? Ja, möchte ich. Einmal starten, bitte. Teilleder. Ne, Vollleder. Gute Frau, Bremsen sind in Ordnung. Wir hätten sie benutzen sollen. Ja, da ist vorne was kaputt. Stoßdämpfer, Domlager, Domlager, Stoßdämpfer. Ja, die hat Querlenker auch noch. Ja, schön. Die hat einen Volltreffer gelandet, die Frau. Einmal bitte Bühne, einmal bitte alles neu, einmal bitte. Ich möchte Geld dafür sehen. Danke. Einmal bitte rauf mit dem Ding. Haben wir alles gefunden? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Runter damit. Na, ich sehe schon andere Sachen hier.
Gott, oh Gott, oh Gott, gute Frau. Das ist ja alles. Ach du Scheiße. Und der Kühler ist kaputt, habe ich gerade gesehen. Da, Prost. Da. Da, links, Prost. Kaputt. Auf jeden Fall kaputt. So, einmal Antrieb wieder raus. Wieder mit dem Radlager raus. Okay. Die Koppelstange raus. Oh, danke. Federbein. Die hat aber richtig einen Volltreffer gelandet, die Frau, wa? Na, komm. So, zack. So, das dürfte erst mit der Seite gewesen sein. Dann hier. Wo ist denn los hier? Er steht nicht am Räuspern. Das ist aber heute ganz schlimm. So, raus damit. Spurstangenkopf raus, Spurstange raus, komm, hier. Koppelstange. Die hat aber richtig auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten einen Volltreffer gelandet, ne? So, wie das aussieht. So, da haben wir das, das, das. Kurz prüfen, Gummibäder sind beide in Ordnung. Hinten, war hinten noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. So, dann hier mal runter damit. Einmal die Haube auf. Ja, Frau, der Kühler ist aber auch hier. Da will aber auch nichts mehr. Da brauchen wir nicht, eigentlich gar nicht prüfen. Und zwar kann erst nach der Demontage geprüft werden, danke. Dann. Nee. Also mit dem Ding, Lüfterzage ist hinüber und. Das Teil auch. Oh, da ist noch ein Ding. Ja, der ist noch. So. Da. Jetzt sind alle Teile am Start. Ja. Dann Einkaufsliste erstellen. Zack, zack. Halt, erst prüfen, ob die alte Einkaufsliste gelöscht wurde. Ja, wurde sie, danke. So, den brauchen wir neu. Das Ding brauchen wir neu. Warte mal, Koppelstange brauchen wir auch zweimal neu. Spurstangenkopf brauchen wir zweimal neu. Spurstange brauchen wir zweimal neu. Antriebswelle brauchen wir zweimal neu. Und Querlenker brauchen wir zweimal neu. Haben wir alles? Müssen alles haben. Ja, auf geht's. Shopping. Ich mach mal hier schnell wieder einen Schnitt. So, da sind wir wieder. Schnell eingekauft. Wir bauen den Kühler ein. Na. Einmal. Bitte neu rein. Einmal die neue Zage. Okay, danke. So, rauf mit dem Wagen. Ach, ne, Quatsch. Das wurde geschnitt. So, einmal neu, einmal. Völlig vergessen. Bremse soll ja nicht gemacht werden. Den neu. So, bitte deinen Rotz wieder mitnehmen. Schön. So.
Scheiße, die habe ich vergessen. Die habe ich vergessen. Na. Moment. Und ich vergesse auch jedes Mal, dass ich noch eine Spurstange am Start habe. Ich brauche eigentlich. Ich kaufe mal zwei und ich brauche nur eine kaufen. So wird man Teile los. So, warte mal. Ne, ich brauche mit dem Mist auseinander. Einmal Trennmitte. Was brauchen wir? Stoßdämpfer und Domlager neu. Na, komm, mach. So. Wie heißen die? Vorderachse McPherson 2 und Domlager. Lager zweimal so. Wieder zusammensetzen. Na. Einmal bitte, danke schön. Ja. Ja, ja, danke, danke. Wenn das hier ein bisschen schneller gehen würde, wäre ich noch glücklicher. Danke. Weiter mit. Weiter mit. Also Leute, nicht wundern, wenn ihr das zusammengesetzt habt. Das dauert immer so paar Sekunden, bis so, bis man dann hier wieder auf die Feder zugreifen kann. Ist irgendwie ein bisschen nervig, aber keine Ahnung, warum das so ist. Ist einfach da. einmal bitte. Federbein bitte rein. So. Na. Koppelstange noch rein. Und dann sollten wir doch fertig sein. Ja. Da die Frau den Wagen ja auch beruflich braucht, haben wir uns sehr lange dafür Zeit gelassen, diesen Auftrag entgegenzunehmen. Die kann ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Der Umwelt zuliebe. So, Spurstange rein. Spurstangenkopf noch drauf. Fahrwerk rein. Was hier eigentlich noch fehlt, ist Achsvermessung. Also ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber wenn man hier die ganze Zeit an einem Fahrwerk rumbastelt, sollte doch eigentlich die Achsvermessung anschließend gemacht werden müssen. Klimawartung könnte man... Aber Achsvermessung irgendwie gehört ja mit dazu. Sollte eigentlich da dabei sein. So. Ja, Wagen abgeschlossen. Wir bekommen 2085 Dollar. Ach, scheiße. So. Vielen Dank. Das war's. Und ich würde sagen, damit ist auch die Folge zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da. Schreibt Kommentare. Ich beantworte gerne eure Fragen, sofern ich sie beantworten kann. Den Abonnieren-Knopf nicht vergessen zu drücken und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.